Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen gleich weiter. Jetzt gibt es noch einen Vanillepudding, weil dann kann ich das schön schichten und dann sieht es vielleicht auch noch ganz nett aus. Dann hat man was fürs Auge und dann haben wir dieses Video auch endlich im Kasten. Bei Vanillepudding, da ist es noch einfacher als bei dem Schokoladenpudding. Hier kommt alles in den Topf. Das höre ich ja immer besonders gerne. Das sind ja meine Lieblingsrezepte. Also nehmen wir hier wieder 500 Milch. Zwei Eigelb, sieht mal total utopisch aus. Dann benötigen wir 50 Gramm Zucker, so und oh, ja, alles richtig. Ha! Panik! Wo ist denn mein Salz? Ich habe mein Kind gerade hier drin gehabt. Der hat sich Kartoffeln mit Salz gemacht. Ist der Salzstreuer weg. Wunderbar. Vom Salz benötigen wir eine Prise. Da wäre jetzt fast in die Hosen gegangen. Ja. Prise Salz. Dann bitte 30 Gramm Stärke. Wunderbar. Und eine halbe Vanilleschote. Das ist das Einzige, was noch nicht hier reinkommt. Also, alle Zutaten sind nun drin. Jetzt gucken wir mal. Bis auf die Vanilleschote. Ich verstehe. So, Vanilleschote auskratzen. Das habe ich getan, falls ihr das sehen könnt. Jetzt steht hier, dass das auch rein soll. Vanilleschote auskratzen mag und ausgekratzte Schote zugeben. Das ist ja bescheuert geschrieben. Ich muss, entschuldigt bitte, aber das muss ich nochmal vorlesen. Das ist ein Renner. Alle Zutaten bis auf die Vanilleschote in den Mixtopf geben. Das haben wir ja getan. Jetzt steht hier aber dann als zweiter Punkt, die Vanilleschote auskratzen mag und ausgekratzte Schote dann dazugeben. Ja, das hätte ich ja dann gleich machen können. Da ist die ausgekratzte Schote und hier ist das Vanillemark von einer halben. Also das finde ich, naja, okay. Jetzt soll das Ganze 7 Minuten. Auf 90 Grad im Linkslauf auf Stufe 3 kochen. Ja, 7 Minuten sind um. Jetzt sollen wir die Vanilleschote herausnehmen und den Pudding in Schüsseln umfüllen. Wir schauen erstmal. Das riecht Hammer. Hammer, Hammer. Dann nehmen wir erstmal einen Löffel. Oh, sieht so, also ohne Witz, es sieht super aus. Ich muss erstmal probieren. Boah. Traum. Naja, aber wirklich geil. Ich finde das Schöne, manchmal ist das natürlich auch ein bisschen umständlicher, wenn wir jetzt im Thermomix das machen. Man muss nochmal ins Rezeptbuch gucken, man muss nochmal wiegen. Es ist nicht einfach so, dass man die Milch aufstellt, einfach eine Tüte reinkippt und dann ist es nach ein paar Minuten fertig. Aber was auch schön ist, dass wir genau wissen, was hier drin ist. Ich möchte euch das noch einmal zeigen. So. Hole ich dann gleich die Vanilleschote raus. Und das vorherige Video habe ich ja Schokopudding gemacht. Und wie gesagt, ich schichte das jetzt und das Bild kommt dann gleich. Bis dann. Tschüss.